Hallo und herzlich willkommen bei Sabine will's wissen. Heute geht es um das Thema Binden. Nachdem wir also beim letzten Mal beim Schneiden gelernt haben, nach welchen Kriterien entschieden wird, welche Rebe stehen gelassen wird und welche abgeschnitten wird, wollen wir uns heute damit beschäftigen, welche von denen, die wir stehen gelassen haben, nehmen wir jetzt wirklich zum Binden. Ihr seht im Moment, es ist am Regnen. Eigentlich kein schönes Wetter, macht auch nicht so wirklich Spaß. Aber wir sind heute in der Rebsorte Reichensteiner. Das ist eine weiße Sorte. Und der braucht uns beim Binden leider ein bisschen feuchter, weil sonst das Risiko einfach größer ist, dass die Reben beim Binden ab oder krachen können, kaputt gehen können. Und der mag es halt lieber etwas feuchter. Deswegen heute leider ein Video im Regen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich habe heute mal ganz kreativ die Kamera an einem Pfosten festgebunden und hoffe, dass es funktioniert, weil ich jetzt allein im Weinberg bin, euch auch zu zeigen, wie das mit dem Binden geht. Hier hinten steht schon unsere Rebe, um die es geht. Ihr seht, drei Reben haben wir stehen gelassen. Und ich zeige euch jetzt, unter welchen Kriterien die jetzt gebunden werden. Das heißt, ja, ihr seht mich noch. Wir fangen einfach mal mit dem rechten an. Wir haben drei Stück. Einer geht in der Mitte hoch, einer zeigt sich schon nach links, einer nach rechts. Deswegen holen wir jetzt einfach hier auch den rechten, der sich so schön anbietet. Und binden den um den Draht herum. Das heißt, da wird er erstmal drumherum gewickelt. Damals drumherum. Für gewöhnlich würde jetzt hier noch eine Rebe stehen, von der auch einer rüberkommt. Das heißt, normal würde ich ihn auf der Länge abschneiden. Hier ist keiner, der ist leider kaputt gegangen. Das heißt, wir können dann auch wirklich bis zum Pfosten gehen und ihn komplett rüberziehen. Und hier dann eben mit einem speziellen Draht dann einmal festbinden. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Hier kommen kleine einzelne Augen raus, aus denen dann später dann auch die Triebe wachsen werden, die jetzt die Möglichkeit haben, schön nach oben zu wachsen. Und die Rebe liegt schön hier auf dem Draht drauf. Das heißt, die kann sich festhalten, ist hinten mit dem Draht fixiert, dass eben nichts runterrutschen kann. Das gleiche machen wir jetzt hier auf der Seite. Hier ist es allerdings so, dass wir ja von weiter links noch eine Rebe haben, die rüber wächst. Das heißt, diese Rebe wird etwas kürzer geschnitten. Die wickeln wir auch noch mal ein paar Mal rum. Dann schneide ich die hier schon ab. Na. So. Dann wird es festgezwirbelt. Und die Rebe, die wir hier in der Mitte haben, die brauchen wir nicht, weil wir nur einen nach links, beziehungsweise einen nach links, einen nach rechts, so rum ist es richtig, legen. Das heißt, der in der Mitte kann abgeschnitten werden. Und in dem Falle, weil hier kann ja auch noch ein bisschen was in die Mitte hochwachsen, lassen wir hier ein Auge stehen. Ich hoffe, das könnt ihr auch sehen. Hier ist noch ein kleines Auge. Das wird also dann ein Trieb sein, der nach oben wächst. Die Reben werden bei uns zerschnitten, in die Zeile geworfen und dort dann eben gemulcht. Das heißt, es wird dann der Dünger, der dann wieder untergegraben wird und dann die Erde dann auch entsprechend wieder belüftet bzw. auch mit Nährstoffen versorgt. Ich mache mal gerade die Kamera ab, das wird jetzt etwas wackeln. Da bin ich wieder. So, also ich komme jetzt mit euch mal ein bisschen näher ran, damit ihr es auch sehen könnt. Also hier sieht man, habe ich die, hier sind wir in der Mitte. Hier ist das Auge, was ich übrig gelassen habe. Und hier sehen wir, habe ich nach links und nach rechts eben entsprechend die Rebe gebunden. So, leider bin ich auf Beenden gekommen, deswegen ein kleiner angestückelter Teil, sorry dafür. Was ich zum Binden noch sagen möchte, es gibt verschiedene Varianten zu binden. In dem Falle befinden wir uns jetzt hier in Erden an der Mosel im Flachen. Das heißt, es ist eine Flachlage, die von den klimatischen Bedingungen her für die Pflanze sehr gut ist. Wir binden nach links und nach rechts, das heißt, wir erhöhen so den Ertrag bei sehr guter Qualität. Drüben im Steilhang ist es so, dass wir in der Regel nur eine Rebe dann auch binden, da es für die Pflanze ein bisschen anstrengender ist. Sie soll ja dann eben dort auch eine sehr, sehr gute Qualität dann auch erbringen. Und da machen wir es der Pflanze ein bisschen einfacher, indem wir eben nur eine Rebe binden und nicht eben zwei, eine nach links und nach rechts. Dann gibt es auch die Möglichkeit, wir haben ja hier eben entsprechend die Drahtanlage, sodass wir die Reben eben gerade auf den Draht dann auch drauflegen können.
Es gibt Winzer, die entsprechend mit verschiedenen Maschinen, da gibt es auch verschiedene Varianten. Wir arbeiten ja hier mit diesem Bindedraht, gibt aber auch, ich nenne es einfach mal Maschine, eine Möglichkeit, eben mit einem kleinen Gerät den Draht dann auch direkt über so eine Anlage dann auch zu machen. Da wird in der Regel so ein kleiner Bogen nach unten gemacht. Die Reben sind auch ein bisschen kürzer als bei uns. Ihr habt ja gesehen, beim Binden schneide ich dann eben auch nochmal die entsprechende Länge so, wie sie sein soll. Wenn man eben mit diesem Gerät arbeitet, ist es so, dass die Reben an sich schon meistens ein bisschen kürzer geschnitten werden. Und da ist es auch so, dass in der Regel dann wirklich nur zwei, also die zwei, die dann auch zu einem Bogen gebunden werden sollen, stehen gelassen werden. Wir lassen in der Regel drei oder auch vier, wenn eben mal vier sehr gute Reben da sind, stehen. Einfach immer mit dem Hintergrund beim Binden. Bei mir hat jetzt alles sehr gut geklappt, so wie es sein sollte. Kann es aber leider auch passieren, dass die Rebe einmal kracht. Das heißt, man hat eben da nicht mehr die Möglichkeit, den Bogen zu binden, muss die Rebe abschneiden. Oft hat man nur noch ein, zwei Augen, die man eben von dieser einen Rebe dann noch stehen lassen kann. Und dann haben wir aber ja noch zwei beziehungsweise manchmal auch drei in der Hinterhand, die wir dann eben auch noch nutzen können und haben so eben die Chance erhöht, dass wir wirklich an jeder Pflanze dann auch zwei Reben, eine nach links und eine nach rechts, dann auch binden können. Dann gibt es auch noch die Einzelpfähle, das heißt, das habt ihr mit Sicherheit auch gesehen, das ist eine Variante, die früher eben sehr, sehr häufig genutzt wurde. Heute hat man eben auf die Drahtanlagen ein bisschen umgestellt, um es sich einfach auch ein bisschen leichter zu machen. Und bei den Einzelpfählen ist es so, dass eben eine Pflanze an einem Pfahl hochwächst und dann bindet man nach links und nach rechts oft dieses Herzchen, was man eben so schön kennt, oder auch einen Apfel, da können dann auch mal drei oder vier gleichzeitig eben gebunden werden. Ist auch eine Variante. Wir haben keine Einzelpfähle mehr, wir haben alles eben über die Drahtanlage. So, und als nächstes Thema kommt dann das Aufbinden. Das war ja auch eine Frage, was ist der Unterschied zwischen Binden und Aufbinden? Beim Binden geht es eben darum, die Reben nach links und nach rechts auf den Draht zu binden, so zu fixieren, dass sie sich eben gut festhalten können und eben schön die Triebe dann auch entwickeln können. Und beim Aufbinden geht es dann darum, die Triebe, die sich entwickelt haben, die eben dann in alle Himmelsrichtungen wachsen, ihre Geiztriebe dann auch entwickelt haben, dann wieder in Form zu bringen, ihnen zu zeigen, wohin sie wachsen sollen. Weil unsere Drahtanlage geht ja entsprechend höher und bis hier oben hin, kommt jetzt nicht mehr ganz aufs Video drauf, aber bis hier oben hin sollen sie wachsen und das müssen wir ihnen ja zeigen, wo sie hinwachsen sollen. Und das ist das Thema Aufbinden und das ist eben unser nächstes Thema, um das es dann geht. Und da freue ich mich schon drauf, wenn ihr dann auch alle wieder einschaltet und wie gesagt, herzlichst gerne Kommentare hinterlassen. Ich freue mich über jedes Abo, über jedes Daumen hoch. Damit helft ihr mir, dass einfach mein Channel dann auch ein bisschen bekannter wird. Und ich denke, es ist eine sehr, sehr interessante Arbeit, über die sich viele so gar keine Gedanken gemacht haben. Und von daher wäre es schön, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich freue mich auf euer Wiederkommen. Dankeschön. Tschüss.